Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video wollen wir uns mal beschäftigen mit der üblichen Kostenfunktion, die man in der Betriebswirtschaftslehre verwendet. Diese übliche Kostenfunktion ist eine lineare Funktion, das heißt, sie wird durch eine Linie dargestellt und zwar haben wir K für die Gesamtkosten. Nur diese Gesamtkosten setzen sich zusammen aus zwei völlig unterschiedlichen Kostenkomponenten. Da sind einmal K-Fix, die Fixkosten. Und bei diesen Fixkosten steht niemals ein X dabei. Und dann sind da die variablen Kosten pro Stück und da steht immer ein X dabei. Das heißt immer mal X. Und so ergibt sich die Gesamtkostenfunktion K als K-Fix, unveränderliche Fixkosten unabhängig von der Stückzahl, plus KV mal X. Und das sieht zeichnerisch so aus, dass wir ein Koordinatensystem zeichnen. Hier haben wir X an der Abszisse und an der Ordinate K. Und schon bei 0 Stückzahl haben wir Fixkosten. Das heißt, hier dieser Abstand sind genau unsere K-Fix. Und dann steigt die Kostenkurve um KV, verläuft also linear und die Steigung dieser Kurve ist genau KV. Das heißt, wenn wir eine Kostenkurve haben in Zahlen, K gleich 30, fixen Kosten seien 30, plus 3 mal X, dann bedeutet das, dass hier dieser Abstand 30 ist, 30 Euro, und die Steigung hier 3, das heißt, ein Stück kostet 3 Euro variable plus 30 fix, also 33, 2 Stück 2 mal 3, 36, 3 Stück 3 mal 3 plus 30, 39. Das ist die Steigung dieser Kostenfunktion. Also noch einmal, die Kosten bestehen aus einem unveränderlichen Bestandteil Kfix, niemals ein x dabei, plus Kv, immer ein x dabei, mal x. Das war's schon wieder. Schauen Sie auf spaßleindenk.de und spaßleindenk-shop.de für weitere Lernhilfen. Danke, mein Name ist Marius Ebert.